Ja, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Ursprünglich wollte ich heute live gehen um 13.30 Uhr, aber etwas funktioniert bei meiner Kamera nicht. Aber ja, da mache ich das eben auf diese Art und Weise und werde dann den Livestream einmal nachholen. Wie fühlst du dich denn heute? Spürst du auch, dass sich enorm viel in einem verändert? Also bei mir ist das so und ich spüre auch die geistige Welt vollkommen anders. Im Grunde ist ja alles in uns, sind wir die geistige Welt. Und doch, so ist es meine Empfindung, brauchen wir intelligentere Wesen, wie wir Menschen sind, um uns zu entwickeln, um Unterstützung zu erhalten, um gewisses Wissen auf die Erde zu bringen. Natürlich haben wir auch dieses Wissen in uns, aber bei mir ist es so, das ist noch so richtig abgekapselt. Das ist so wie eine Nuss. Und diese Nuss zu knacken, da tue ich mir noch ein bisschen schwer. Es sind übrigens mehrere Nüsse. Und da ist es für mich hilfreich, immer wieder auch mal nach außen zu gehen und gewisse Wesen um Unterstützung, um Antwort, um Hilfe zu bitten. Und jetzt darf ich endlich mal ein bisschen mehr über die neue Medizin zu erzählen. Das wollte ich schon länger, aber es wurde mir nicht gestattet, das will ich so nicht sagen, aber ich bin eher ein Mensch, der eine gewisse Sicherheit braucht, bevor ich etwas preisgebe oder etwas erzähle. Und bei dieser neuen Medizin dreht es im Grunde nicht um etwas total Neues. Wir können das Rad quasi nicht neu erfinden, aber wir können es konkreter nutzen, durch unsere Geisteskraft mehr nutzen, mehr den Nutzen daraus ziehen. Jetzt habe ich das Wort aber oft genug wiederholt. Die Geisteskraft spielt auch eine große Rolle in dieser sogenannten neuen Medizin. Wir werden immer mehr merken, dass wir mit unseren Gedanken mehr bewegen können. Jetzt vertrauen wir in diesem Bereich noch viel zu wenig uns selbst und lassen andere für uns denken, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nächstes Jahr sieht das enorm anders aus. Also viele Menschen kommen in ihre Berufung rein, in ihre Kraft rein, in ihr Vertrauen rein. Genug drum herum geredet, ich möchte jetzt wirklich auf die neue Medizin eingehen. Und das ist im Grunde auch nur eine Bezeichnung, die bestimmt wieder abgeändert wird. Die geistige Begleitung hat mir das vorab mal so erklärt, dass es drei Arten der neuen Medizin gibt. Und das hängt jeweils von der Entwicklung des Menschen ab, aber auch von seinen Aufgaben. Es wird im nächsten Jahr sich so entwickeln wie eine Menschengruppe. Die haben sozusagen zwei, drei Obrigkeiten, ich sage jetzt nicht Führung, ist aber auch richtig, und eine andere Gruppe und noch eine Gruppe. Und in dieser Gruppe gibt es dann wieder Spezialisten und Fachkräfte und in dieser Gruppe auch und in dieser Gruppe auch. Und darum gibt es jetzt mal drei Arten der Medizin. Die erste Art bezieht sich auf reinste Energiearbeit. Also da wird nur mit Energie gearbeitet. Dann gibt es die zweite, die ist in Kombination mit der neuen geistigen Welt. Was ist denn das schon wieder? Neue geistige Welt. Ja, wie ich gesagt habe, ich nehme die geistige Welt ganz anders wahr. Ich kann sie nicht mehr so
unterteilen, wie früher, dass da die aufgestiegenen Meister waren, die Plejaden, die Alexuaner und. Das verschwimmt so ineinander. Und ich spüre auch nicht mehr, wie sie in Verbindung mit mir treten oder ihre Energie in meinen Körper geht, wie das früher der Fall war. Ich bin es. Ich bin diejenigen. Ich bin die geistige Welt. Aber doch weiß ich auch, wenn jemand anderer durch mich spricht, ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Aber wir werden so Schritt für Schritt da hineingeführt und wir bekommen Erklärungen. Jetzt ist alles wirklich nebulös im Augenblick, das ist so, aber es ändert sich. Es ändert sich wirklich. Der Monat Jänner bringt da ganz brachiale Veränderungen, was das anbelangt. Sehr viele Erkenntnisse, sehr viel. Es geht noch einmal mehr in die Tiefe, damit wir noch mehr Klarheit bekommen. Keine Angst vor dem, es geht in die Tiefe. Je tiefer wir gehen, umso klarer wird uns das eine oder das eine und das andere oder egal. Du weißt, was ich meine. Es ist nicht dunkel in der Tiefe. Wir haben ja das Licht in uns und dürfen da noch vieles entdecken, was noch im Dunkeln liegt, um da Licht reinzubringen, um es zu verwenden, um es zu nutzen. Und dann nach oben zu bringen, damit auch andere Menschen daran teilhaben. Und trotzdem ist die Verbindung, zumindest so ist es bei mir, zum Allerhöchsten stets vorhanden. Du hast eine Verbindung zu deinen Engeln, zu deinen aufgestiegenen Meistern, zu den Plejaden oder auch zum Allerhöchsten, ist nur eine Bezeichnung. Nicht, dass du jetzt denkst, Allerhöchstes, die Sandra ist mit dem Allerhöchsten verbunden und ich nur mit den aufgestiegenen Meistern. Mm-mm. Nicht das menschliche Ego einschalte. Okay. Die dritte Art ist Heilkräuter. Also die neue Medizin kombiniert mit Heilkräutern und mit einer neuen Technik und mit der Seele. Also Heilkräuter plus neue Technik plus Seele ist die dritte Art der neuen Medizin. Heilkräuter bekommen sowieso ganz eine andere Kraft. Ebenso, also sie werden wieder aufgedeckt, sie werden wieder in Erinnerung gerufen. Die Schulmedizin ist da und die Kräuterpädagogik ist da. Kräuterpädagogik, naja. Und das dann auch zusammenfügen bis zu einem gewissen Grad, ist erreichbar, ist machbar. Und die neue Technik, hast du vielleicht auch schon gehört, die Medbetten, das ist auch so eine neue Technik, nur als Beispiel. Und die Seele wird immer mehr involviert, weil wir auch immer mehr die Seele leben können, weil wir sie mehr spüren, mehr nutzen dürfen, ist jetzt ein einfaches Wort dafür, aber ja, es fällt mir gerade nichts anderes ein dazu. Was ich noch sehr interessant fand, was sich so in nächster Zeit zeigen wird, Heilung geschieht in der Zukunft viel mehr von innen nach außen. Wir wissen sowieso, dass wir uns nur selber heilen können und von innen nach außen, aber im Augenblick sind wir eben sehr fokussiert auf das Außen. Da die Hilfe holen, da die Medikamente holen, da Antworten suchen, statt diese in uns zu finden. Also in der Zukunft wird ganz bewusst mehr auf das geachtet, aber manchmal ist man eben als Mensch betriebsblind und dann haben wir wiederum andere Menschen oder auch die geistige Welt oder Seele, die uns darin unterstützen, die Lösung zu finden. Es gibt auch gewisse Zentren, die nur für Heilung zuständig sind, zu denen man dann extra hinausfährt. Klingt ein bisschen komisch so im ersten Augenblick, aber du kannst dir das so vorstellen, es gibt richtiges kleines Dorf, das nur für Heilung zuständig ist, nur für Seelenwohl, nur für das körperliche Wohl, nur für die Psyche da ist, dass diese gestärkt wird, gereinigt wird, dass man
seinen Körper wieder spüren kann, sofern man einen Beruf hat, der einen absolut fordert, absolut stressig ist. In der Zukunft wird es immer noch Stress geben. Und dieses kleine Dorf ist rein für die Heilung zuständig. Und das fand ich auch sehr interessant. Und hinausfahren, eben weil es irgendwo am Waldrand ist, im Feld draußen ist, außerhalb der Stadt auf jeden Fall oder in einer Wüste. Wer weiß, schauen wir mal, was sich da Neues zeigen wird. Und das ist sich am Entwickeln, also da bin ich mir sowas von sicher und wir werden es noch miterleben. Gut, so viel dazu. Jetzt freue ich mich auf das Channeling und schaue, was ich so in naher Zukunft noch an Informationen für dich zusammentragen kann, was die neue Medizin oder eben allgemein das 2022 anbelangt. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis gleich. Tschüss. Kata ist Entisei, Entisei, Tuikash. Wir genießen es, bei euch Menschen zu sein, auf diese Art und Weise. Es ist etwas Besonderes für uns, die geistige Welt, auf diese Art und Weise euch miterleben zu dürfen. Die Entwicklung eurerseits intensivst mit erfahren zu können und unterstützen zu dürfen, auf diese Art und Weise war uns dieses noch nie möglich. Wir sind mehr denn je bei euch, auch wenn der eine oder andere von euch sich im Augenblick enorm einsam fühlt. Nicht einmal nur allein gelassen fühlt, sondern sogar einsam. Sei dir sicher, dass du niemals alleine bist, stets umarmt werden kannst, sodass es für dich spürbar ist, wenn du es unsererseits erlaubst. Denn der Mensch ist manchmal so gestrickt, dass er, wenn es ihm nicht gut geht, in diesem Leid verhaften möchte und sich gerne selbst bemitleidet und die Opferhaltung liebt. Das ist nichts Negatives, absolut nicht, das ist Mensch. Es ist wichtig, dass du ganz Mensch bist und erlaubst zu sein, mit all den Facetten, die dich ausmachen, zu sein. Im Grunde brauchst du dich nicht verändern. Im Grunde kannst du so sein, wie du bist, aber ihr Menschen seid stets bestrebt, etwas besser zu machen, sich zu verändern, Erfolg zu haben, da weiterzugehen, dort weiterzugehen, mal zufrieden zu sein mit dem, was da ist, fällt euch noch schwer. Aber darum bist du auch Mensch. Und dies ist vollkommen in Ordnung. Und wenn dann doch ein Funke da ist, wo du bejahst die Berührung unsererseits, spürst du uns. Und nicht nur so wie früher auf der Haut, sondern wir dürfen in deine Chakren Energie strömen lassen. Vielleicht sogar dein Herz zum Leuchten bringen. Sanfte Wärme kann sich dann in deinem Körper ausbreiten und du wirst dir deines inneren Lichtes bewusster. Und wenn es dir schon gut geht, kann es dir noch besser gehen. Oder du lernst zufrieden zu sein mit dem, was da ist und stärkst dein inneres Licht, indem du dich immer wieder auf dein Innerstes konzentrierst und nicht zu sehr nach außen kippst, was in der heutigen Zeit oft der Fall ist. Was auch sein Gutes hat, denn wenn es dir auffällt, dass du viel nach außen kippst, veränderst du etwas und stärkst dein Innerstes. Diejenigen unter euch, die spüren,
dass ein Wandel, ein Neubeginn, eine Veränderung der besonderen Form in ihnen ist. Dem ist auch so. Manche zweifeln dann, ja, wie kann ich denn das Besondere sein? Wie soll denn ich mich verändern? Was kann ich denn tun als nächsten Schritt? Lass es uns dir zeigen und sei dir bewusst, dass du zu diesen Besonderen gehörst. Ja, aber jeder Mensch ist doch etwas Besonderes. Ja, absolut. Aber die, die es erkennen, die tun auch etwas. Und die anderen trauen sich nicht, die anderen verbleiben in dieser Frequenz, in diesem Leben, in diesen Gedanken, in dieser Opferhaltung, in dieser Krankheit und so weiter. Verstehst du, was wir meinen? Die Besonderheit anerkennen. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann genieße es. Du darfst es haben, erlaube es dir, absolut. Denn allein dieser Schritt schon ist von größter Wichtigkeit und Bedeutung. Annehmen, anerkennen dürfen, ohne dass Zweifel, ohne dass der nächste Gedanke da ist, aber ich doch nicht. Erkenne deinen inneren Kritiker mehr denn je. Jetzt ist die passende Zeit dafür. Jetzt hast du Zeit. Beobachte dich, deinen inneren Kritiker, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Wünsche. Denn sie werden wahr, wenn sie aus deiner Seele, deinem Herzen kommen und du spürst genau, welche aus deiner Seele und welche aus deinem Herzen kommen. Das Jahr 2022 wirbelt Enormes auf, doch du kannst der Ruhepol inmitten all diesem Umbruch sein, indem du nicht zu sehr nach außen gehst, sondern immer wieder auch die Konzentration und Aufmerksamkeit in dein Innerstes lenkst. Wir sind stets da, aber wie Sandra korrekt erkannt hat, anders, intensiver. Wir sind mehr eins mit euch neuen Menschen. In der Zukunft wird es dann wieder anders aussehen, doch jetzt ist es wichtig und von Bedeutung, dass Grenzen fallen. Dass du nicht mehr unterscheiden kannst, wer ist ein Engel, wer ein aufgestiegener Meister, wer ist dein Freund, Mensch. Ist dir schon aufgefallen, dass du dich in gewissen Freunden getäuscht hast? Auch das hat seine Richtigkeit, hier fallen Grenzen. Damit du Klarheit bekommst, du gehst mehr in die Tiefe. Das schmerzt am Anfang, mag sein. Aber jeder Schmerz bedeutet Heilung. Jeder Schmerz bedeutet Veränderung. Jeder Schmerz bedeutet heraus aus einer Abhängigkeit und die Unabhängigkeit voll aufnehmen, annehmen. Und in gewissem Sinne darfst du auch abhängig sein. Denk daran, du bist schließlich Mensch, ihr braucht euch. Die Dualität ist immer auf Erden. Es wird immer hell und dunkel geben. Es wird immer Krieg und Frieden geben. Aber in einer vollkommen anderen Form. Denn du bist auf die Erde gekommen, um zu verändern. Um wieder Ähnliches wie damals zu Atlantis-Zeiten herzubringen, aufbrechen lassen, in die Geburtsbahnen bringen. Du bist dabei, weil du die gewissen Aufgaben, dieses gewisse Wachsein, diese gewissen geistigen Fähigkeiten, die Medialität deinerseits vorhanden ist, in welcher Art und Weise du sie in der Zukunft wirken lässt, zeigt sich noch. Oder du erkennst es schon jetzt. Auf jeden Fall. Alles ist gut, so wie es ist. Bayosue, danke, danke dir für deine Offenheit, für Neues, deinen Mut, deinen Weg zu gehen, dich zu trauen, Gewisses, dich gegen Gewisses zu stellen, weil du weißt, es ist richtig. Auch wenn es dir schwerfällt, spürst du, es soll so sein, weil da in dir eine gewisse Ruhe ist, die das bestätigt, dass es richtig ist, was du tust.
Hab keine Angst vor dir selbst und deinem Mut. Und wenn du das Gefühl hast, gar nicht mutig zu sein, sondern mit dem Fluss zu gehen, der das spült, obwohl du schon längst anhalten möchtest, du wirst anhalten und einen anderen Weg gehen. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst. Du bekommst die Kraft ist da. Dann, wann du dafür bereit bist, vielleicht brauchst du das eine oder andere noch zu erkennen, um dann das zum Vorschein kommen lassen können, was du schon gerne erkennen, leben möchtest. Om kyate tanti shai entisei loita antivai kaites entisei koitam. Hab keine Angst. Vajos, so hey, danke, danke dir. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und bevor ich es vergesse, genau, wir haben noch ein paar Plätze frei, punkto Fernausbildung. Findest du unten in der Infobox, wenn es dich anspricht, schau da kurz mal vorbei. Bis dann, tschüss!